streame fast täglich Genshin Impact auf meinem Twitch-Kanal. Falls du eine Community suchst, mit der du spielen oder von der du dir wichtige Tipps für deinen Genshin-Account holen kannst, komm zu uns auf Twitch. So. Guck mal, wir... Ach, Moment, das sind zwei Geister. Jetzt. Und dieser Fuchs leuchtet. Ah, okay, gut. Dann weiß ich schon, was ich machen muss. Mir war nicht bewusst, dass das verschiedene Geister sind. Ich dachte, es ist immer der gleiche, der rotiert. Ja, schau mal. Okay, das heißt, okay. Das heißt, wir müssen einfach nur den, man muss drei Geister finden. Es sind lustigerweise drei verschiedene. Ich dachte, es ist dasselbe. Und die muss man dann einfach so lange anquatschen, bis die sich alle da versammeln. Davon gehe ich mal aus jetzt. Die Frage ist nur, wo ist denn dieser Ghost, der Dritte? Oh, ich feiere die Mona und Ayaka-Kombo. Ich feiere die. Verstärkt eigentlich Monas Ult? Könnt ihr mal lesen, was Monas Ult macht. So. Die würde ich vielleicht auch mal noch crownen. Irgendwann. Umschließt. Genau, Gegner zu blasen. Genau. Fügt Gegnern mit dem Zustand Omen, der diesmal erlittenen Schaden erhöht. Entfernt den Effekt Blasen und verursacht zusätzlichen Hydro-Schaden. Okay. Hält schwächere gegen den Blasenschatten gefangen, sodass sie sich nicht bewegen können. Effekte wie Blasenschatten erleiden, bla bla bla. Omen. Erhöht während der Wirkungsdauer erlittenen Schaden. Jeglichen Schaden, right? Das heißt, auch der Schaden von Xiao oder so wird erhöht. Hm. Okay. Interesting. Digga, for real? Komm da runter, du. Lol. Ja, die hätte ich jetzt fast übersehen. Wo? Ach da. Oh mein Gott. Ich dachte gerade. Bruder, ich dachte gerade, ich hätte Geister gesehen. Aber wirklich. So, geheimnisvoller Schatten. Boah, ich bin echt froh, dass ich Mona noch ein bisschen gelevelt habe, Mann. Sie ist jetzt zwar nicht so krass strong, aber macht einen guten Job. Lohnt es sich, Mona auf Level 90 zu knallen? Wegen dem Omen und so? Ist das irgendwie wie bei Venti, dass du nur niedriger gelevelte Monster catchen kannst oder irgendwie sowas? Oh, ich sollte Kiching wieder ins Team nehmen, ne? Sonst habe ich gleich ein Problem. Okay, dann machen wir Frauenpower. Schau, es tut mir leid, Brudi, aber... Let go. Die drei Power-Mädels. Und Dingens. Und Bennett, der Glückliche. Okay, ja. So, den Sakura-Dingens wollte ich eigentlich. Geh zum großen Schrein und führe... Oh, da oben? Okay. Ich meine, zum Glück kann ich mich mittlerweile dahin porten, aber... Ja. Vielen Dank, Sophia, für den Hinweis. By the way.
Die Geister sahen ein bisschen aus wie die Olle, ne? Glaub, lohnt sich nicht. Die einzigen, die sich lohnen auf Level 90, sind Main DPS, Anemo wegen Elemental Damage Buff und Bennett wegen HP und Attack Base. Der Rest ist Luxus. Vielleicht noch Zhongli wegen HP, wegen dem Shield. Aber ja, ich würde sonst zustimmen. Wahrscheinlich. Die heiligen Worte angeht, weiß ich ein oder zwei Dinge. Bitte sag mir, wie das Omamori entsiegeln können. Wo kriegt man eigentlich diese Siegel für den Baum? Sind die in Truhen drin? Oder kriegt man die durch Mission? Oder... Weil in den alten Gebieten kriegt man die ja irgendwie an Steinwänden und so. Was mega weird ist. Du hast es erraten. Kann alles sagen, was du willst. Wenn man denkt, das ist ein langer Herr, bezweifle ich die Strophe benutzt. Was sollen wir denn tun? Der Auftrag von Fräulein, maskierte Jungfrau und die ganze Nation. Spann dich bei, Mann. Das ist die Souvenirlinse. Fotoapparat gehört. Das ist die Fontaine. Oh Gott, wieder ein Fotoapparat. Digga, ich habe schon drei oder so. Vor langer Zeit, Rito gegründet. Er benutzt zum Beispiel Hochofen aus Schneznaya. Auf Schneznaya freue ich mich auch schon mega. Er benutzte die dämonenaustreibende Linse, die dem Hiragi-Clan von der Kitsune Jahre verging, hörte der Fotoapparat selbst auch zu funktionieren. Überlasst es uns. Okay. Souvenirlinse. Vielen Dank. Gut. Mögen die Blitze euch segnen. Benutze ein Hilfsmittel wie ein Souvenirlinse, um die Welt um dich zu betrachten. Wenn diese Statue des Erdfuchses durch die Souvenirlinse betrachtet, können so vielleicht wunderbare Dinge geschehen. Ach, deswegen haben wir überall diese Füchse am Start. Okay, ich verstehe. Das bedeutet... Wir legen die mal an. Ui, Alter, der Sonnenuntergang. So. Wäre Xing Xiu nicht besser mit der Comp, weil Ayaka konstante Hydro verteilt im Nahkampf? Vielleicht, ja, kommt drauf an, wie man sie spielt. Wenn du sie als Off-DPS nutzt, um die Ult zu spammen, dann wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht. Aber sonst schon. Man weiß ja noch nicht genau, wie man Ayaka spielt. Sie sollen den krassen Auto-Attack haben. Ich glaube sogar den krassesten im Spiel. Aber... We don't know yet. Kiste und die Statue... Wir hatten hier keinen Fuchs, nirgends? Ich dachte, wir hätten hier safe einen Fuchs, um das Ganze zu testen. Oha. Ey, kann das sein, dass die random auftauchen? Das kann nicht sein, dass ich die verpasst habe. Never ever. Da hätte ich ja mega blind sein müssen. So, der Skarabäus ist mir jetzt egal. Und das war wieder so ein komischer Typ. Okay, hier bin ich nicht vorbeigekommen. Das ist wert. Das glaube ich, dass ich den verpasst. So, da kommt man normalerweise hochgeflogen. Wir nehmen diesmal aber die Treppe. Very good. Warte mal, hier geht die. Digga. Was ist denn da? Okay. Scheinbar geht es hier mit der Leiter.
müssen die beide... hallo? Da fehlt doch einer. Sind das nicht immer drei? Oh, Moment. Ah, ja. Sieh mal einer an. Ich check dieses Rätsel einfach nie, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Warte mal, das oben blitzt. Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich hab's verstanden. Wie war das Stream bis jetzt? Gut, finde ich. Persönlich. Aber das ist ja... Hä? Ich kann nur für mich sprechen. So. Okay, ich glaube, hier gab es noch irgendwo ein Füchschen. Irgendwo hier gab es einen Fuchs und ich habe mich gefragt, was es sein soll. Nicht dein Ernst. Da unten gibt's einfach wieder Sakura-Scheiß. Den Scheißdreck habe ich den verpasst. Ey, die spawnen halt random, ne? Komplett irgendwo. Du kannst irgendwo durchgelaufen sein und dann sind die auf einmal da. Mit der Linse auch nun diese Teleporter aktivieren, welche unter der Erde ist. Welche unter der Erde ist? Da drüben ist wieder Sakura-Zeugs. Ach nee, das waren nur so Glühwürmchen. So, der leuchtet halt nicht, ne? Funktionieren nur die leuchtenden? Schau hier schon wieder. What the fuck? In der Nähe vom Ayaka-Boss. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Mir geht's sehr gut. Ich bin nur ein bisschen erschöpft, aber ansonsten... What the fuck? Der hat mich erschreckt. Und wo ist er jetzt? Diese Waschbären check ich nicht. Diese Waschbären reffe ich nicht. Da, schon wieder.
Never bin ich an dem vorbeigelaufen. Ich war so... Ich hab die gesucht. Extra. Bin niemals daran vorbeigelatscht. Aber scheinbar schon. So. Hier ist halt schon wieder so einer. Muss ich da irgendwas drücken? Benutze die Linse im zentralen Gebiet, um die Statue des Erdfuchses zu beobachten. Fuchs muss dann scheinbar wirklich leuchten, right, guys? Okay, das sieht mir nach einem... Job für Dingens aus, wollte ich gerade sagen. Shadow, ich wünsche dir eine gute Nacht. Isoganaito. Matataku mani. Vom Teleporter wär's laut. Also Leute, lasst euch nicht verarschen. Die spawnen überall. Die, ne? Es kann nicht sein, dass die auf dem Weg, dass ich die nicht gesehen habe. Schau mal, da hinten noch einer. Gut, wobei, den kann ich wirklich nicht gesehen haben. Aber die anderen... so insanely obvious. Gute Nacht, by the way, an alle, die gerade gehen, ne? Die gerade schlafen gehen. Kuss, kuss, kuss. So, wie sieht es jetzt aus? Ich habe 10 Schlüssel. Ja! Oh mein Gott. Wow. Hat wirklich funktioniert. Und wo bin ich hier? Ah. Okay, das ist eine Höhle. Da geht es scheinbar noch ein bisschen weiter. Da werden wir wieder die Reinigung brauchen, ne? Mit diesem Ding. Okay.
Okay. Oh, lol. Hier gibt es noch einen anderen Ausgang. Okay. Und irgendwo muss ein Seli sein. Okay, und hier sind wir wieder, wo wir angefangen haben. Bei diesem Geister-Ding. Oh, Moment. Wir müssen sowieso hierher. Lol. Das ist der Teil der Quest. Ja, moin. Gut. Geheimnisvoller Mann. Warte mal, der redet wieder von diesem Onomamori. Und das ist genau das, was wir gerade jetzt gebraucht hätten. Okay, Moment. Hier ist noch einer. Geheimnisvoller Mann. Genau, Reinigungsritual, nämlich Kasari. So, gehe zum verlassenen Schrein zurück und untersuche. Okay, ich muss noch mehr Füchslis damit untersuchen, right? Das macht nur wieder, das spielt wieder das Gleiche ab. Alright. Und wie es halt so ist, gibt es davon immer drei, ne? Schließlich ist meine Aufgabe, ich bin schon ganz erschöpft. Wobei, hier gibt es wahrscheinlich mehr. Auch den hier. Und die da rechts drüben. Person da drüben kommt mir so bekannt vor. So, das ist der, den wir müssen. Das ist der wichtigste, glaube ich. Verschlossenen Tür. Eine Tür mit Schloss. Auf Konda, wir haben einen Schlüssel in einem Brunnen gefunden, oder? Hm. Schnell bringt den gebratenen Tofu. Zeit, das Siegel zu brechen. Der Satz lautet, bringt den frittierten Tofu. Oh, Moment. Ja, ja. Zeit, das Siegel zu brechen. Blutlinie. Bote. Tofu. Okay, dann nicht. Bote.
Blutlinie. Tofu. Siegel gebrochen. Okay. Oh. Genau den haben wir gerade eben gebraucht. Finde die Barriere. Ja. Shit. Wo war das noch genau? Egal, ist schon wieder? Nee. Ja, also ich glaube, wir haben es alle gerafft, dass ich nicht glaube, dass die Sakura-Blüten, ne? Ich halte jetzt mein Maul. Bin einfach nur noch erstaunt. Oh, da ist so ein Ding und ich habe einen Schlüssel. Die Frage ist nur, wo war jetzt noch gleich dieses blöde Ding? Mit dem einen Tor. So, Inazuma, let's go. Okay. Hier kam ich runter. Genau. Dann bin ich hier quasi über das Flüsschen gegangen. Hab mich beschwert, dass diese Sakura-Blüten hier vorher noch nicht waren. Und irgendwo, wo das war, war Wasser. Und das war hier. Yes. Perfekt. Perfekt. Jetzt können wir hier beten. Alle in die Mitte. Okay. Warte, was? Okay, das ist die 1. Das ist die 2. 3. Absolut kein Plan, Digga. Warum? Eins, zwei. Drei. Wie soll das denn bitte gehen? Hä? Ach, Moment. ここにいてよ。運命よ、ここにいでよ。痛い。神悟り、透明、逃がさない。は、雪を前。水中玄関。はあ、はっ、行こうよ。踊りなさい。運命の巨影。せえ。
Nice, der hat mich zweimal gehittet. Entschuldige mich, Dinge der Gewohnheit. Warum folgst du uns wieder? Muss ihre Gründe haben. Reinigungsritual. Fräulein Inagi. So lange her, die Methode. Schon lange. Bro, komm zum Punkt. Was willst du? Wie auch immer, das Reinigungsritual für die heilige Sakura, der Ritus der Läuterung. Die Donner Sakura von... Schutz. Wenn sie zu viel Dreck ansammelt, kann die Donner Sakura verwelken. Deswegen ist es wichtig, eine kleine Reinigung an den Wurzeln des Donner. Aha. Wenn sich genug Schmutz in der Barriere angesammelt hat, wird es notwendig, das Reinigungsritual durchzuführen. Heimann hat es verstanden, wir sind das Reinigung. Okay. Hervorragend. So präsentiert sich also heutzutage Verkörperung, Verunreinigung. Aber jetzt haben sich alle wilde gefangenen Krieger verwandelt, das ist ihnen immer so mal passiert. Dank seines Einsatzes wurden zwei Wurzelbarrieren beseitigt. Als nächstes, nachdem ihr so viel getan habt, müsst ihr beide hungrig sein. Ich schenke euch eine Geschichte. Na dann, viel Spaß. Gräbst dich mit Paimon durch ein leckeres Festmahl. Hier drin? Der Grund, warum ich solch verdächtige, ist ein köstliches Essen, ist, um restlichen Wurzeln zu heilen. Der alte Freund von mir sollte in der Lage sein, Reinigungsritual. Ihr beide bereits zweimal eure Ehre Mitgefühl beweisen können. Sicherlich wirst du diese Tat zum Wohle vollenden, oder? Arumai. Ich frage mich, ob dort Menschen leben. Die letzte ist außerhalb. Digga, wie viele von diesen Dingern gibt's? Ihr Name war Kasari. Bist du Kasari? In der Tat. Wurde also angelogen. Wollte nichts verbergen. Wiederholst es Inagi Hotom erklärt hat. Die Linse Hiroshi. Gelassenheit verloren, bitte verzeih mir in diesem Fall, bitte. Sehr wertvoll. Es gibt keine kleine Fuchsstatuen in vielen verschiedenen Orten. Sie werden Erdfüchse genannt. Ja, das wissen wir bereits. Hast du schon erklärt. Wir werden sie gut gebrauchen können. Benutze sie gut und schütze sie. Okay. Muss jetzt gehen. Bräh. Finally, Alter. Holy shit. Schließe diese Reinigung. Oh mein Gott, wir müssen noch drei weitere Reinigungsdinger machen. Brauche ich für diese Kuppel nur die Linse? Oder muss ich all die Quests gemacht haben jetzt?